Jo, servus die Mauern und grüß euch die Buben. Ja, die Temperaturen sind wieder ganz schön zurückgefallen. Wir haben so 5-6 Grad. Ist extrem kalt, möchte auch noch ein bisschen wo durchzischen. Will da noch ein bisschen was antragen für die Tipps und Trickserie. Und dann mache ich mir zwischendurch einen Kaffee. Und auch was Kaltes zum Essen habe, werde ich nicht. Ich nehme mir denkt, ich nehme euch trotzdem mit. Und ja, schauen wir mal, wo wir Platz auffinden, wo wir das alles herzeigen können. Schneeglöckern sind auch schon nach hinten aufgereicht. Ein richtiges Paradies wieder. Nein, ich freue mich schon am Bärlauf, weil teilweise kommen die Blauen schon durch. Ja, da sind schon einige Blauen vom Bärlauch. Ja, eindeutig Bärlauch. Kommt schon. In der Ferne hört man auch schon wieder die Motorsägen. Ja klar, jetzt sind die Holzarbeiten angesagt. Es ist zum Glück noch erträglich, weil der Wind heute ein bisschen geht. Der tragt das ein bisschen davon, aber es ist wurscht, die werden wir da jetzt irgendwo in der Nähe noch einen Platz suchen. Wie gar nicht viel weiter um den Strahlen. So, jetzt habe ich gerade das Video für die Tipps und Tricks Serie. Und jetzt suchen wir noch einen Platz, wenn wir jetzt wieder weiter zunehmend finster und drüber. Ja, ich finde schon noch was. Ein bisschen gemütlich würde ich auch sehr schön machen. Ja, ich glaube, den Moosigen werden wir gleich verleihen. Da schaut es gemütlich aus. Ja, auf alle Fälle schnell eine Kleinigkeit essen. Es ist bereits 15 Uhr. Es ist schön trieb, aber ja, ist halt so. Ja, schauen wir mal, was wir. Wir haben heute nicht weiß gut was dabei. Wie gesagt, ich habe heute nur kalt mit. Ja, da wäre auch immer wieder gefragt, wegen den Tischl. Ja, das ist alles zufällig, was mir so auffällt. Wisst ihr, das ist das Ascari-Tischl, was ich mir da komplett umgebaut habe, wo ich mir eben eigentlich nur den Einsatz aufgekommen habe und meine Platten oben neu gemacht habe, dass ich eine größere Tischplatten habe. Der Fuß ist natürlich dabei und das ist von einem alten Kescher aus dem Swimmingpool. Das passt da zufällig wirklich genau rein und habe ich dadurch verlängert. Ich habe noch zwei Zwischenstickeln dazu. Also den kann man ja auch ausziehen, der hat ja auch gewisse Hähnchen. Und ich finde den ganz brauchbar. Ich habe den anderen zwei mit, aber heute nehmen wir mal den wieder. Ja, was haben wir heute mit? Heute gibt es wirklich kalt. Nichts Aufregendes. Da ist also ein komisches Salzstangl und eigentlich nur so Sweet Chili Snacks, Cabanossi-artig. Das werde ich mir einverleiben. Und natürlich ein Kaffee dazu. Ja, das sind diese so wahre Cabanossi. Die Motorsäge ist auch leider wieder im Einsatz. Ja, beim Sitzen ist es auch relativ kühl. Aber ich ist da jetzt einmal in Ruhe. Das ist ja nichts Aufregendes, da brauche ich jetzt mal nicht unbedingt zuschauen. Aber jetzt
wird mich ein Käfig einmal ordentlich erwärmen. Auf das freue ich mich schon wieder. Mache ich mal wieder meinen X-Boil. So, ein bisschen kalt stehen. Ah, ganz kalt steht es nicht, macht nichts. So, das reicht vollkommen. Und darauf die Maschinerie. Ja, ist auch recht ein schönes Platzl da bei den umgestürzten Baum. Bin ich da ein bisschen geschützt da. Brennbastel. Brenngel, BCB, habe ich mir da in so eine Flasche reingefüllt, so ein kleines. Da kommst du locker durch damit. Ich werde mal versuchen zum Kochen auch damit. Werden wir mal schauen, wie das wird. Probieren geht über Studieren. Jawohl, fertig. Aber ich glaube, ich spiele die erste Gößen. Na, das habe ich noch nicht erlebt. Naja, trotzdem. Krankensessel, der erste Gruß gilt wie immer euch. Gesund werden, meine Freunde. Macht es gut. Schaut, dass es rauskommt. Und natürlich alle anderen auch. Prost. Ja. Der kommt wieder gut. Wow, der kommt wieder gut. Schauen wir mal, was die Temperaturen so. Ich habe da einen Sensor draufhängen. Ja, 7,5 Grad, also es ist nicht gerade warm. Und vor allem der Wind geht auch. Ja, da herum jetzt zum Glück nicht so, aber man spürt schon, wie er durchzieht. Da merkt sie sich, macht sie sich schon bemerkbar. Ja, wie gesagt, ich werde ihn hauptsächlich für Kaffeekuchen oder so machen, wenn ich mit wenig Gepäck unterwegs bin. Vielleicht sogar einen Löskaffee machen, wenn ich wirklich sage, jetzt ziehe ich einmal wohin, wo ich nicht viel einstecken will. Aber ich finde, die Idee ist nicht schlecht. Ja, gut, trinken wir mal aus. Ah, solange er warm ist. Ah, herrlich. Ja, aber ich muss sagen, ich werde trotzdem zusammenpacken und heimgehen. Wie spät haben wir es? Vier ist vorbei. Weil, mir wird kalt, ehrlich gesagt. Ja, ich hätte schon langsam alles zusammengepackt, war fast zu weit zum Gehen. Und da hätte ich noch eine Frage, es habt ihr auch. Manche haben sie ja durch mich auch den Bergen gekauft. Oder haben ihn sowieso gekauft, auch nicht durch mich, ich wurscht wie oder was. Da spüre ich jetzt gar nicht mit. Und mich würde noch interessieren, wie gefällt euch das da? Seid ihr damit zufrieden, so wie ich? Also für mich ist das ein Oberhammer Rucksack. Ich stehe auf das Teil komplett. Ich habe meine extra in zwei Farben genommen, also Earth Braun oder wie das heißt, das hat mir noch am besten gefallen. Aber ich finde, die 18 Liter, was der hat, da passt so viel in die Außentaschen noch dazu. Also echt gigantisch. Also diejenigen, die es auch haben, schreibt es einmal runter. Seid ihr zufrieden damit? Habt ihr irgendwas Negatives da entdeckt? Ich habe eigentlich noch nicht wirklich was gefunden. So, und jetzt packen wir fertig zusammen. Und dann ziehen wir ein bisschen heim. So, da. Fertig. Mal wieder ein bisschen Wut haben heute.
Kommer med knuden op. Så vi hoppe med et fyr. Som godt er det bast. Gemmer. Så. Og det er skraft putst. Skimmer vi der. Skal langsomme Richtung Otto. Schöne Gegend, kann man nicht helfen. Ja, sind halt noch verdammt klar. Aber es ist Bärlach auch herrlich. Ja, auf alle Fälle, wenn ihr euch nicht sicher seid, lasst es stehen, esst es nicht. Ich weiß, was ich tue. Ich kenne ihn. Wer den nicht kennt, lasst es stehen. Das ist zu gefährlich. Schneeglickel erwischt oder so irgendwas. Das ist nicht gut. So, die Richtung muss ich. Ja, Freunde, das war's einmal wieder. Bin am Ende meiner Tour angelangt. 5 Minuten und dann bin ich beim Auto. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus, die Madeln und pfiat euch, die Buben.